Herzlich willkommen zum Hackerspace Familienduell. Wir spielen heute nicht Jeopardy, auch wenn ich das irgendwie im Publikum gehört habe. Wer von euch kennt die Regeln vom Familienduell von früher, von vor dem Krieg? Ernsthaft, wer hat es früher wirklich geguckt? Wer kennt jemanden, der jemanden kennt? Okay, für unseren heutigen Abend mussten wir die originalen Regeln ein wenig anpassen. Wir werden die dann gleich nochmal vorstellen. Geplant für heute ist, dass wir zwei Vorrunden spielen mit jeweils zwei Teams. Da gab es ja diese kleine Voranmeldung dafür. Und danach spielen wir noch eine kleine Finalrunde und dann schauen wir mal, was passiert. Ja. Nilo, magst du die Regeln mal erzählen? Ja, ich versuche mal die Regeln zu erklären. Also, wir spielen drei Spielrunden mit den vier Teams, die sich angemeldet haben. Dann halt zwei Vorrunden, ein Finale. Jede Runde besteht aus drei Runden. Drei Fragerunden sozusagen. In der ersten Fragerunde gibt es die einfache Punktzahl, in der zweiten Fragerunde die zweifache Punktzahl und in der dritten die dreifache Punktzahl. Es geht also darum, die Antworten, die meistgenannten Antworten auf die Fragen zu finden. Und neben den Antworten erscheinen dann eine Zahl, die besagt, wie viele Leute das geantwortet haben. Und das sind dann gleichzeitig auch die Punkte, die dann in der zweiten Runde verdoppelt und in der dritten Runde verdreifacht werden. Genau, dann haben wir hier diese zwei Tische, da stehen jeweils zwei Teams, jeweils ein Team dran mit drei Leuten, von denen dann einer an den Buzzer kommt. Am Buzzer wird dann die Frage vorgestellt, der zuerst drückt, darf die erste Antwort versuchen. Hat er dann eine Antwort gefunden, die sozusagen unter den ersten sechs meistgenannten in der ersten Runde ist, beziehungsweise fünf in der zweiten oder vier in der dritten, dann darf das andere Team nochmal versuchen, eine Antwort zu erraten, die öfter genannt wurde. Gelingt das nicht, ist das Team dran, was zuerst gedrückt hatte, sozusagen. Genau, und dann darf jeder aus dem Team der Reihe nach einmal raten. Hat jeder geraten und ist das Team noch an der Reihe, dann geht es wieder beim ersten los und jeder darf nochmal, also insgesamt immer sechsmal. Genau, wird eine falsche Antwort gegeben, erscheint halt so ein X. Wenn das Team drei davon hat, dann hat das andere Team, es kommt der berühmte Satz, die Möglichkeit, mit nur einer richtigen Antwort die bisher erspielten Punkte zu klauen. Und dann ist die Runde vorbei und dann kommt die nächste Runde mit der nächsten Frage und das Ganze machen wir dreimal. Und dann haben wir das Gewinnerteam ermittelt. Schauen wir mal. Genau. Wollen wir die ersten Teams reinlassen? Wollen wir sie reinlassen? Die erste Runde. Ich hätte gerne Hackerspace Siegen und Dortmund. Oh, ich dachte, ihr habt Stream gehabt. Oh. Ja, irgendwie hat das mit dem Stream draußen nicht geklappt, deswegen nochmal eine ganz, ganz grobe Zusammenfassung. Nilo, magst du nochmal? Fass dich kurz. Also, euer Spiel geht über drei Runden. In der ersten Runde gibt es die einfache Punktzahl mit sechs aufzudeckenden Fragen, Antworten. In der zweiten Runde gibt es die doppelte Punktzahl mit nur noch fünf aufzudeckenden. Und in der dritten Runde gibt es die dreifache Punktzahl mit nur noch vier aufzudeckenden Antworten. Genau. Der Anfang geht so, jeder von euch bestimmt jetzt jemanden, also jeder von den zwei Teams bestimmt jemanden, der an den Buzzer geht. Derjenige, der dann zuerst drückt, wenn die Frage vollständig vorgelesen wurde, darf dann eine Antwort erraten. Und dann dürfen die anderen nochmal versuchen, wenn es nicht schon die Top-Antwort war natürlich, eine Antwort zu finden mit einem Versuch, die noch höher ist. Die dürfen sich dann auch beraten, nehme ich mal an. Und dann ist das Team dran, was halt die meistgenannte Antwort erraten hat und dann darf jeder zweimal, also insgesamt sechsmal versucht werden, Antworten aufzudecken.
nachdem dreimal falsch geantwortet wurde, hat das andere Team dann die Möglichkeit, mit nur einer richtig genannten Antwort die bisher erspielten Punkte zu klauen. Jo, ganz jo, einfach, das oder? Das ist eigentlich alles. Wir fangen jetzt einfach mal an. Der Rest ergibt sich dann. Ich würde aber mal sagen, stellt euch mal ganz kurz vor. Sagt mal vielleicht was zu eurem Hackerspace und irgendeinen geilen Tag für euch jeweils. Ihr kennt das ja. Die hatten ja früher immer irgendwie so coole Mottos. Also wir sind vom Chaos-Treff Dortmund. Ich bin der Fisch und so als, was wir jetzt so, was man so sagen könnte, ein DFI. Also eine Busanzeige mit LED-Matrix. Jo. Dann. Ich bin der Tim, auch Fionera genannt. Und was soll ich jetzt noch dazu sagen dann? Einfach weitergeben. Ja, ich bin Ole. Ich wurde eingeladen, hier mitzumachen von Tim. Ja. Pizza-Menschen. Die anderen sind zu Pizza holen gegangen. Wer seid ihr denn? Ja, ich bin Smike vom Hackerspace Siegen. Uns kennt man vielleicht von dem Baldachin dem, und Harry Plotter und Harry Plätter. Ne, das Original ist von uns. Ja. Verdammt. Ja, ich bin Mo, auch aus dem Hackerspace Siegen überraschenderweise. Und hab uns hier angemeldet und wir haben eine Truppe zusammenbekommen. Das ist sehr schön. Ja, und ich bin der Simon, ich komme auch aus dem Hackerspace-Siegen. Und vorhin war die Frage nach einem Label-Motto für den Hackerspace. Der Hackerspace-Siegen ist das Wohnzimmer unter den Hackerspaces. So richtig mit Couches und so? Ja. Ah, schön. Ja, wer spielt für euch die erste Runde? Demokratisch bestimmt. Komm zu mir. Wer spielt bei euch die erste Runde? Ja, stellt euch links und rechts von den Bassern, legt ihr rechte Hand oder die linke, was je nachdem, auf den Rücken. Auf den Rücken? Nein, die Drückhand. Also beide. Ach, das erklären immer. Ja, genau. Und Nilo? Ja, ich würde dann die erste Frage vorlesen und erstmal die erste Runde starten natürlich. Hier geht es um die einfache Punktzahl und die Frage lautet, nenne eine esoterische Programmiersprache. Brainfuck. Und das ist die Top-Antwort. Ja. Da wissen wir ja schon mal, wer die erste Runde spielt. Ja, ihr habt die Regeln vorhin gehört. Jeder von euch darf jetzt im Grunde noch zwei Vorschläge machen. Ihr könnt auch hier in das Mikrofon sprechen. Nenne weitere. Ja, wir machen jetzt noch. Dann Whitespace. Wunderbar. Nicht cheaten. Nein. Java plus plus. Wie bitte? Java plus plus. Wie viele Leute sagten auch Java plus plus? Moment. Ah, falscher Rechner. War ihr habt noch eine Runde. Jeder noch einmal. Uck. Wie bitte? Kannst du nochmal wiederholen? Uck. Uck. Es wurde Uck vorgeschlagen. Wie viele haben das? Leider nicht. Uck wurde aber genannt, aber nicht von genug, um unter die ersten sechs zu kommen. Okay. Jetzt? Gib mal das Mikrofon weiter. Ihr habt noch zwei Versuche. Ich kenne aber keine mehr. Stimmt, ja, ich weiß aber nicht. Sag halt eins. So,
überlegt schon mal, wenn er jetzt falsch liegt, habt ihr die Chance, mit der richtigen Antwort die Punkte zu klauen? Es geht um eine esoterische Programmiersprache. Na komm, beratet euch. Java. Wie viele Leute sagten auch Java? Java sagten auch. jetzt sind irgendwie die zwei X'e weg, warum auch immer. Bug. Und außerdem, wieso sind jetzt die da drüben dran? Moment, ich muss mal kurz. Die Summe da rechts stimmt, ne? Diese 49. Ja. Ich sehe gerade da links, da stehen noch 5 Punkte. Das ist schlecht. Moment, ich hab's gleich. Fuck. Wir haben ja Zeit. Assembler. Das sind diese Last-Minute-Fixes, von denen man noch hört. So, das immer wieder. Auch wenn die 3 X'e noch fehlen, aber 2 X'e. Sorry. Ihr habt noch einen Versuch. Ich probiere einfach nochmal Chef. Wie viele Leute sagten auch Chef? Leider nicht genug, ganz knapp. Somit hat jetzt das andere Team die Möglichkeit, mit nur einer richtigen Antwort die Punkte zu klauen. Arnold C. Arnold C. ist leider auch nicht dabei. Tut mir leid. Ja, damit wurden die Punkte nicht erfolgt. Oh. Damit wurden die Punkte nicht erfolgreich geklaut und die erste Runde geht an die Siegener, an das Sofa-Space. So. Auflösung, genau. Gute Idee. Auf Platz 3. Dazu muss ich jetzt sagen, dem Font, den wir dir da verwendet haben, dem fehlt leider das Plus. da hat man noch auf Platz 5 jene. Und dann, was darf denn noch nicht fehlen? Nein. Kobol? Ja, damit sind wir durch mit Runde 1. Ja. Wer spielt bei euch die Runde 2? Genau, jetzt kommt die zweite Runde. Da geht es um Basser. Die doppelte Punktzahl. Um was geht's? Und die Frage lautet... Naja, alles gut. Alles gut. Seid ihr bereit? Nenne eine bekannte Katze. Ja, die Runde geht erstmal. Antwort? Ja, dreht mal den Basser rum, bitte. Dreht doch das USB-Kabel um. So.
Oh Mann. Gut. Was schlägst du vor? Und du kannst... Noch habt ihr nicht verloren, sozusagen. Sehr gut. Nilo, wiederholst du nochmal die Frage? Nenne eine bekannte Katze. Lolcat? Wie viele Leute haben Lolcat gesagt? Keiner. Also, für euch die Chance, die Runde auch zu nehmen? Wie viele Leute haben Nyan Cat gesagt? Sind die anderen wieder dran? Ja, spielen wir weiter, ne? Oh. Ein neuer Vorschlag. Jetzt gehen wir die Ideen aus. Katze. Keine Katze? Ich bin der Katze nicht so bewandt. Ja, dann darf er sein Team fragen, oder? Ja, genau. Frag mal dein Team. Octocat? What? Octocat? Nein, leider nicht. Oh. Garfield vielleicht? Die Top-Antwort. 25 Leute. Jetzt dürft ihr weiter, genau. Ja. Tut mir leid. Du darfst wieder zurück an den Platz. Dasselbe ja, ihr könnt wie gerade. Wieder, jeder zweimal. Auch wenn es nur fünf sind dieses Mal. Grumpy Cat. Wie viele Leute haben Grumpy Cat gesagt? Grumpy Cat wurde genannt, sagten auch. Okay. Cool. Hello Kitty. Und da ist das erste. Monorail Cat vielleicht? Wie gehabt, ihr könnt euch, glaube ich, auch ein bisschen beraten, gerade noch. Und auch wieder wie vorhin, macht euch schon mal Gedanken, vielleicht habt ihr gerade gleich die Chance, die Punkte zu klauen. Dürfen wir uns jetzt hier beraten oder nicht? Ja, ja. Ich dreh mich mal um, okay? Jetzt gewinnen wir nicht mehr. Keine Idee? Ja. Dann würde ich mal runter. Meine Katze. Wie viele Leute? Keiner. Ja, habt ihr eine Idee? Ja. Die Winkelkatze? Die Winkelkatze. Scheiße. Wenn die nicht dabei ist. Sagten auch? Hey! Wenn ich die Regel richtig in Erinnerung habe, wurden die Punkte erfolgreich geklaut. Jawohl, diese 82 erspielten Punkte aus dieser Runde, das ist Doppelte von 41, die gehen jetzt also an das rechte Team. Herzlichen Glückwunsch. Und in die dritte Runde. Auflösung natürlich. Ach so, ja. Entschuldigung. Ja, auf Platz 3 ist diese hier. Da fehlt auch wieder Buchstabe. Nilo. Ja, und was denn? Das ist egal. Die Punkte, wenn ich die Runde nicht beende, dann passiert da nichts mit den Punkten. Und dann haben wir auf Platz 5 noch... Oh, das ist natürlich peinlich, aber egal. Ja, wir mussten also die Fragen aufwendig nachbearbeiten. Dabei ist uns leider dieser kleine Fehler passiert. Wenn wir nochmal so eine Umfrage startet, bitte versucht möglichst nur ein Wort hinzuschreiben. Das verringert die Wahrscheinlichkeit von solchen doppelten Einträgen dann doch enorm. Oder wir passen einfach ein bisschen besser auf. Ja, genau. Ja. Okay. Dritte dann Runde, würde ich sagen. Die dritte Runde. Aber sie wurde ja so oder so nicht gesagt. Ja, wir haben 100 Hacker gefragt. Zu welcher Frage? Die Frage der dritten Runde lautet, was ist dein Lieblingsbetriebssystem? Sie, Dortmund. Ja, die Dortmunder.
Linux. Ja. Wie viele Leute mögen spannend. Linux? Die Top-Antwort. Weitere Vorschläge? Mac OS X? Natürlich auch dabei. Ja, dann ist wahrscheinlich noch Windows dabei. Dann ist wahrscheinlich noch Windows dabei. Das Internet ist für uns alle Neuland. Ja, was ist auf Nummer 4? Das wird schwierig. Ja, dann könnte noch Android dabei sein. Nope. iOS? Oha. Gleich für euch die Chance. Vielleicht. Ach, ziemlich wahrscheinlich eigentlich. Da kommt er nie drauf. BSD? Oha, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Was ist euer Vorschlag? Temple OS. Tatsächlich ist das Konsens. Leider nicht. Damit bleiben die Punkte da drüben. Ja, in Dortmund. In Dortmund. Wir zählen sie dazu und haben einen Sieger der ersten Runde. Herzlichen Glückwunsch. Auflösung kommt gleich. Da hätte ich auch nicht mit gerechnet. Oh, ist halt. Ich sag nur, Temple OS war gar nicht so schlecht. Ja, cool. Ja, vielen Dank. Haltet euch mal fürs Finale bereit. Stellt ihr vielleicht da hinten einfach hin oder so. Wir dürfen hier bleiben. Und essen. Wo sind meine Kandidaten für die zweite Runde? Ah, ich hörte nämlich, dass Pock würde gern gegen das Wok spielen. Bock nicht? Hallo. Ich würde sagen, wir machen es gerade wieder gehabt. Ihr sagt ein bisschen was zu eurem Hackerspace, zu eurer elitären Vereinigung. Und genau, fangt am besten mal an. Ja. Ich bin der Torti, ich bin vom C3VOG und wir sorgen dafür, dass ihr hier draußen alles seht, was wir hier gerade hier in Würzburg veranstalten. Du hast natürlich unseren Teamnamen vergessen, wir sind natürlich die Winkelkatzen. Ich bin der Chris und mache hier so ein bisschen Video. Ja, und ich bin der Votti und ich bin auch dabei. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Ja, möchtet ihr was sagen? Möchten wir? Ja, ihr habt die Keule. Test, Test. Ja. Wir können nur telefonieren. Ja, hallo. Wir sind vom POC und wir sind nicht freiwillig hier. Ja, sie wurden gechallenged. Ich bin Esti und... Ich bin Thomas. Ich bin Survivor und ja, wie gesagt, wir machen hier Telefon. Geht ja bisher, neue Anlage dieses Mal. Schauen wir mal. Ja, auch schön, dass ihr da seid. Wer spielt für euch die erste Runde? Andy Basser. Wir haben 100 Datenreisende gefragt. Zu welchem Thema? Die Frage lautet, wenn die Tür zu ist, legt ihr bitte eure Hände noch auf den Rücken. Nenne einen bekannten Astronauten. Ja,
Ja, Bock. Thomas Reiter. Wie viele Leute kennen auch Thomas Reiter? 7. Immerhin 7. Das ist ja eine gute Zahl schon mal. Genau. Oh Gott, jetzt muss man mal, in welchem Kulturkreis ihr gefragt habt. Wir haben, das kann man vielleicht noch sagen, das ist ganz interessant, wir haben dieses Umfragetool vor dem letzten Kongress gestartet, irgendwie 2-3 Tage vorher, und es hat sich hauptsächlich über Twitter verbreitet. Okay, dann sage ich Neil Armstrong. Es sind deutsche Astronauten. Da steht ein deutscher Astronaut, also deutscher Astronaut, ja. Also, ah, okay. Aber trotzdem nochmal. Okay, dann nehmen wir Neil Armstrong. Nehmen wir Neil Armstrong, ja? Ja. Mhm. Ja, es sind ja auch unter den Antworten sind ja auch nicht nur Deutsche, also von daher. Offensichtlich passt das nicht. Ist aber leider gar nicht dabei. Ja, wie gehabt. Ja, Deutscher fällt mir keiner ein. Buzz Aldrin. Wie viele Leute sagten auch Buzz Aldrin? Juri Gagarin. Es sind deutsche Astronauten. Ja, so viele. Ich keine Ahnung, mir fällt keiner ein. Sag ich einfach mal Angela Merkel. Das Internet ist für uns alle Neuland. Ja, Leica der Hund. Ja, dann sind jetzt die anderen dran. So, für euch die Chance. Habt ihr eine Idee zu den Punkten klauen? Alexander Gerst. Wie viele Leute sagten? Viele. Sehr gut. Brauchen wir noch einen? Nein. Nö. Ja, dann jetzt die Auflösung, oder? Also erstmal hier Punkte. Auf Platz 2. Diese, da fehlt ein Das wäre der nächste gewesen für mich. Das müsst ihr euch hindenken. Dann haben wir den hier noch. Und, ja gut, im weitesten Sinne ist es auch ein Deutscher. Gut. Ja, wer spielt für euch die zweite Runde? Zweite Runde. Schön, ihr habt die Hände schon wieder hinterm Rücken. Wir haben 100 Datenreisende gefragt. Welches regelmäßige Hacker-Event magst du am liebsten? Ja, den Chaos Communication Kongress. Jo. Ja. Ja, dann der Easter Hack. Wie viele Leute sagten auch Easter Hack? Chaos Communication Camp? Die GPN? Wie viele Leute mögen auch Gulasch? Ja, immerhin 11. Habt ihr noch einen Vorschlag? Ich glaube, wir hätten das mit dem Beraten nicht einführen sollen. Ach, das ist immer, darf man das nicht? Es ist unentschieden worden.
Ja, MMCD. Wie viele Leute fanden auch die Mitte rein mein Chaos Days gut? Ja, soll ich runterzählen? Wie war die Frage nochmal genau? Wiederhole ich gerne nochmal. Welches regelmäßige Hacker-Event magst du am liebsten? Okay, ja. Hacker-Event. Die DEFCON. Leider nicht. So, jetzt könnt ihr euch schon mal beraten. Ihr habt noch einen Versuch und ihr könnt mit einer richtigen Antwort potenziell dann die Punkte klauen. Ja. Ja, aber ihr könnt euch schon mal beraten. Die Hope. Was ist euer Vorschlag? Wir fangen mal an mit ICMP. Wie viele Leute finden die ICMP auch toll? Die ICMP ist es leider. Oh. Genau. Damit hat das Team aus Dortmund diese Runde gewonnen. Das Team aus Dortmund? Nicht wahr? Oder? Das, Entschuldigung, das POC. Ich bin noch irgendwie. Zu wenig Mathe. Zu wenig Mathe, genau. Zu wenig Mathe. Ja, das Bock hat diese Runde dann gewonnen. Ja, was war jetzt auf Platz 2? Postcon. Ah, ich vermute ja so ein bisschen Sabotage. Betrug. Weiß nicht, sind Dresdner hier? Ja, gut. Hatten wir schon. Gut, dann geht's weiter mit der dritten Runde. Ja, wer spielt euch die dritte Runde? Hände auf dem Rücken, sehr schön. Wir haben 100 Datenreisende gefragt. Was ist dein favorisierter Window-Manager? Ich glaube, das machen wir nochmal, oder? 100 Datenreisende haben die gefragt, wer kann Hardware? Was passiert? Hat Trudi einen abbekommen? Ja, das auch. Also? Setz noch mal zurück, wir probieren es noch mal. Wir haben 100 Datenreisende gefragt. Was ist dein favorisierter Window-Manager? Das war eindeutig. I3? Also, nochmal bitte? I3? Das ist die Top-Antwort. XWM. XWM ist leider nicht. Gnome? KDE? Jetzt wird es spannend. Ja. Awesome. Wie viele Leute sagten auch awesome? Knapp zu wenig. Und wie gehabt, ihr könnt euch schon mal Gedanken machen. Vielleicht habt ihr gleich die Chance, Punkte zu klauen. Cinnamon. Wie viele Leute sagten auch Cinnamon? XFCE. Wie viele Leute sagten auch XFCE? Ja, damit geht auch die dritte Runde. Wird jetzt der Stream schwarz, also
Darüber? Ich frag dafür einen Freund. Das passt schon im Schnitt. Und wir haben das Finale. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebes POC. Ihr könnt gleich hier bleiben, würde ich mal sagen. Danke, liebes Wok, dass ihr da seid und dass ihr mitgespielt habt. So. Wollen wir Finalrunde spielen? Was wollt ihr dann? Wir sind ja noch am Essen. Ja, wir haben da nämlich gerade ein kleines Ressourcenproblem. Dortmund ist noch in Essen. Muss man vorstellen? Wollt ihr euch nochmal vorstellen? Wollt ihr, dass sie sich nochmal vorstellen? Das war nicht eindeutig. Hat sich seit vorhin was verändert bei euch? Ich bin Ole. Ich bin Tim. Fisch. Willkommen zurück. Wer spielt für euch die erste Runde? Bitte an die Basser. Die Hände auf den Rücken. Wir haben 100 Datenreisende gefragt. Was ist dein Lieblingseditor? Na. Nimm Python, haben sie gesagt. Es ist die falsche Seite, Nilo. Halt mal. Wie die falsche Seite? Nee. Die hat gewonnen gehabt. Hat es überhaupt was getan? Nein, am Anfang ja nicht. Warte mal. Nimm Python, haben sie gesagt. Ja, ja, das hat damit nichts zu tun. Das hat mit Python nichts zu tun. Ging doch eben noch. Das waren die Russen. Nee. Ah ja, okay. Brauchst du Lötkolben? Ich brauche einen Lötkolben. Können die Jeopardy-Jungs mal kommen? Ja, wo ist denn hier? Wo muss der ran? Der muss hier... Hat jemand einen Grafenlötkolben? Der muss hier ran, hier an das Ding. Wir versuchen das jetzt mal so. Das ist sicher die Jungs, die ich im Bett immer aufhören. Ja, was? What possibly should go wrong? Was war nochmal die Frage? Was ist dein Lieblingseditor? Ja, dann VI. Oha! Du hast jetzt die Chance, die Runde zu euch zu holen. Trost dich nie. Wim? Also, dazu ist zu sagen, wir haben uns beim Bearbeiten der Fragen bei einigen Fragen echt schwer getan, damit dann Sachen zusammenzufassen. Und zu entscheiden, ob das jetzt das Gleiche ist oder nicht. Und hier haben wir entschieden, es ist nicht zusammenzufassen. Also wenn es auf den meisten Linux-Systemen zwar dasselbe ist, aber es ist nicht das Gleiche. Ja. Ja. Emacs? Wie viele Leute sagten auch Emacs? Es tut mir jetzt echt leid, aber... Nano?
Wie viele Leute sagten auch Nano? Ja, immerhin 6. Get it? Wie viele Leute sagten auch G-Edit? Atom? Für euch aber jetzt gleich die Chance, vielleicht trotzdem noch die Punkte zu klauen. Ein Versuch habt ihr noch. Also, wie ist Code? Nochmal? Wie ist Studio Code? Dieses Zeug von Microsoft. Ja. Notepad. Notepad? Kannst du da spezifischer sein? Will ich vielleicht gar nicht. Ja, Microsoft, oder? Genau. Ja, Microsoft Notepad halt, ne? Also Notepad.exe meinst du? Tut mir leid, diese Frage war aber notwendig. Ja, damit bleiben die Punkte hier. Und, naja, so? Falsch? Mist. Moment. Das ist wie Ei, genau. Waren bei der ersten Runde, ne? Ja. Also wir hatten den ersten, zweiten, fünften und sechsten. Platz 3 ist dieser. Ich habe ja Twitter gesagt vorhin, ne? Und weswegen ich gefragt habe nach notepad.exe, Plus. Achtung, jetzt fehlen wieder die Plus. Ja, das war's. Ja, wer spielt für euch die zweite Runde? Dein Knopf. Aufgeregt? Wir haben 100 Datenreisende gefragt. Welches ist deine liebste Prozessorarchitektur? Disqualifiziert. Lass das Ding ganz. Ja, x86. Wer Bitte? Findet x86 toll? X86. 14. Immerhin 14. Was ist dein Vorschlag? ARM? Jetzt kommst du hier hoch, jetzt guckst du die Scheiße an. Was sind eure weiteren Vorschläge? MIPS. Wie viele Leute sagten auch MIPS? Ganz knapp zu wenig. Also Nilo, falsche Seite. Oh, na gut. Das andere denken wir uns weg. Ich stelle mich da einfach mal hier hin. Power-PC? Wie viele Leute finden Power-PC auch toll? Gibst du das Mikrofon weiter? Es gibt so viele Prozessoren, es hat einen 68.000. 68.000. Publikumsjoker. Wurde genau einmal genannt übrigens. Immerhin. Ihr habt jetzt die Chance, die Punkte zu klauen? Ja, die werden die zweite Antwort nicht verstanden von Ihnen. Was er als zweites gesagt hat. MIPS? Nee. Power. Ach, Power. Spark. Wie viele Leute finden Spark auch toll? Somit bleiben die Punkte. Ja, auf der linken Seite von euch gesehen. So, wir lösen auf. Platz 2.
Da fehlt keins. Ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich irgendwas Komisches. Weiß ich nicht. Fehlt nichts. Ja, dann kommt die dritte Runde. Ja. Vom Finale. Jetzt wird es richtig spannend. Jetzt kommt die allerbeste Frage. Können wir vorher einmal die Buzzer testen, ob die noch gehen? Ja, gerne. Bitte vorsichtig drücken. Aha. Da ich gerade durch. Einmal muss er noch. Einmal muss er noch. Bist du abgeklopft, Alter? Das könnte irgendeine Abschaltung gewesen sein. Warte mal, kannst du mal R drücken auf dem... Ja, oh, jetzt geht's. Seid vorsichtig. Okay, bereit? Wir haben 100 Datenreisende gefragt. Welches ist deine liebste Chemtrail-Geschmacksrichtung? Zuckerwatte. Oh. Wer mag... Leider nicht. Du hast die Chance, hast du eine Idee? Welchen Chemtrail magst du am liebsten? Ich weiß nicht, was das ist, ein Chemtrail. Mag jemand aus dem Publikum kurz erklären? Qualifikation ist zu wissen, also ja. Wissen aber auch die wenigsten, ne? Und mit der Erklärung würde man ja auch beeinflussen. Ja. Okay, eine Idee? Also wenn Zuckerwatte sowas ist, dann sage ich Gummibärchen. Wie viele Leute finden auch, dass Chemtrails am besten nach Gummibärchen schmecken sollten? Wir spielen das, glaube ich, noch ein Stück. Erdbeere? Ist Erdbeere ein favorisierter Geschmack oder Konsistenz? Ist das? Yay! Okay, jetzt sollte klar sein, in welche Richtung es geht. Pfefferminz. Lilo, da ist ein X zu viel. Ja, das ist stimmt, dass da ein X zu viel ist. Ich muss noch mal kurz die Runde neu starten. So, wir hatten dieses Team. Und Erdbeere. Und. So, nächster Versuch. Regenbogen? Regenbogen. Wurde genannt, aber nicht unter den ersten. Gibst du das Mikrofon weiter? Nein. Einhorn. Wurde auch genannt. Aber jetzt müsst ihr das Lied singen. Oh mein Gott. Welches Lied denn? Welches Lied bitte? Wir singen nicht. Wir singen nicht. Das lehnen wir ab. Okay, es wird abgelehnt zu singen. Dann schnell mit einem guten Vorschlag her. Sonst müsst ihr wirklich singen. Also wieder, wir haben doch schon... Wir sind schon raus. Nee, das ist 1 zu 4, das ist verkehrt. Nee, nee. Ja. Wir haben schon rausgenommen. Hast du schon rausgenommen? Okay, dann. Jetzt müsst ihr singen. Nee. Okay, dann hatte ich zu wenig Mathe. Wenn schon Erdbeer dabei ist, dann Vanille. Ja, ich würde sagen, damit sind die Punkte erfolgreich gestohlen. Jawohl. Und wir haben ein Siegerteam vom Hackspace Familienduell. Klaus! Auflösung. Auf Platz 2 war Himbeer. Und auf Platz 4 war Mate. Also die Frage hat bei weitem die meiste Anzahl an unterschiedlichen Antworten hervorgebracht. Da sind so Sachen dabei wie Chlorgas, Eisenoxid oder auch Aluminium.
natürlich. Regenbogen wurde genannt, war dabei. LSD war auch dabei. Schlumpf, Einhornpups, Chunkslushy, um nur einige zu nennen. Die finde ich aber auch gut. Ja, Styropor noch. Das ist auch noch nett. Ja, wir haben einen Sieger. Nochmal einen Applaus. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Gerne. Ja, wir werden auf jeden Fall versuchen, das irgendwie weiterzutreiben und das so ein bisschen zu stabilisieren, auch von der Software- und Hardware-Seite gesehen. Und wäre nett, wenn wir dann neue Fragen bzw. Antworten einsammeln, wenn da wieder möglichst viele mitmachen. Also wir hatten vor dem Kongress irgendwie, da konnte man auch Fragen vorschlagen und es wurden 400 Fragen und irgendwie 40.000 Antworten über dieses Ding abgewickelt. Dafür herzlichen Dank an alle, die da mitgemacht haben.